Hallöchen, herzlich willkommen hier bei GameStory und zu einer weiteren Folge der achten Konsolengeneration im Jahr 2010 und zum dritten Mal bei dem Wimmelbildspiel, Schrägstrich Krimi-Fall, Agatha Christie 450 from Paddington. Vielleicht kriegen wir es heute durchgesucht, wenn man das so nennen will. Genau. Chapter 8. Wir müssen zuerst mal zur Paddington Station. Die haben wir hier. A ticket collector at Brockhampton Station saw Alfred Crackenthorpe wearing... Hallöchen Kitty und vielen Dank für den sechsten laufenden Monat, oder beziehungsweise der sechste Monat, aktuell der fünfte laufende Monat. Vielen Dank Kitty für das Abo und Hallöchen Mike. African wearing a orange tie taking a train to Paddington on the 20th September at 11:55 PM. Eine orange Krawatte. Wir wissen nicht, was der Mörder eventuell getragen hat, deshalb... ob es jetzt nun was bringt oder nicht, keine Ahnung, wir werden es herausfinden oder auch nicht. So. Dann schauen wir mal, was wir hier so... Bin der Meinung, den Football habe ich auch schon sehr oft gesehen. Ich finde ihn nur dann nicht mehr, wenn man ihn mal braucht. Da ist ein Football. Ja, wusste ich doch. Wir brauchen noch eine Glocke und eine Schokolade. Krawatte weiß ich, wo sie ist. Die ist nicht allzu schwer zu finden. Ganz gut, danke Kitty. Und wie geht es dir? Das ist Schokolade gewesen, okay. So, dann nur noch die Klingel. Beim Anzug? Ach, da oben. Oh. He was also seen with some suspicious characters at 9:30 PM that he then boarded a bus to Brockham. Also er wurde mit verdächtigen Personen gesehen. Ein Bus. Ein Bus. Da. Ja, das ging schnell.
Warte mal, hier ist noch. Ach, ein Ach, ich habe das Hufeisen noch vergessen. Das Hufeisen habe ich vergessen. Es hing doch hier irgendwo, genau. Ich wusste doch, dass es doch nicht irgendwo da hängt. Ja. Harold Krakentorps Office. Das war hier. Harold Krakentorp, could you let us know what your schedule was on the 20th of December? Okay. Der Big Ben. Eine Feder hier oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Okay. Chain, Key und Feder. Feder. Der Schlüssel und die Feder. Es ist keine Feder hier. Das ist halt der Ding, ja. Ist das die Feder? Miss Alice, keep my journal. Looks like she left the office at about 4 p.m. and went to Sotheby's later. I had a dinner at the catering club.
Was ist denn mit Journal? Journal gemeint? Also was, was für ein Ding? Das hier wahrscheinlich, ja. Schlüssel und eine Feder, Schlüssel und eine Feder, Schlüssel und eine Feder. Da ist der Schlüssel. Aber wo ist die Feder? Nee, ich habe so oft drauf geklickt. Das ist ein Füller wahrscheinlich und keine Feder. Ah, ist das vielleicht von Pegasus? Nein. Feder, Feder, Feder. Feder, Feder, Feder. Nicht kommen. Ach, oh Gott! Natürlich nicht! Oh Mann! Ah, oh, das hätte ich senden sollen. Was pickst du? Ach, okay. Inspector, Inspector, we have found a real piece of important evidence here in the ash bin at the pigsty. Okay. Im Aschenbecher haben sie was Wichtiges gefunden. Nee, da, da. Nest, das ist doch ein Vogelnest, ne? Was ist mit Or gemeint? Ein Router. Okay. Ach, da war es M. Jetzt brauchen wir noch einen Haken.
Bund des Ruder. Da wieder einen Haken zu finden, ey. Ruder, das müsste man eigentlich finden, ne? Aber was man eigentlich finden muss und so, das ist halt immer so eine Sache. Hm. Ah, es liegt halt einfach da oben rum. Okay, der Haken. Wo ist der Haken? Ja, wo ist der Haken bei der Sache? Oh mein Gott. Ach herrje. Dann zur Küche. Inspector, the boys are so excited that to be playing Slurs. I could not help but make a fake ladder for them and I've hidden it in the kitchen. Could you play along? Aha. Okay. Super. Hast du toll gemacht. Do you think they can find it in a floor sack? Roots to Chuck. Aber wo ist sie denn? Achso, ah, okay. Sugar to Chuck. Ach, mach mal hier jetzt ein Rezept. Water to Chuck. Ah.
Sterne Cocktail. Cool. Wir haben ein leckeres Getränk gemacht oder so. So einen Bogen braucht man noch. Einen Bogen. Wo ist denn hier ein Bogen? Keinen Bogen. Wo ist der Bogen? Oh mein Gott, ey. Dein Ernst? Rutherford Hall Dining Room. Doctor, all the family have taken ill right after the dinner. I wonder if there was something wrong with the canapé. Please come help us. Was? Alle sind krank? Wie ist das denn passiert? Und was zum Teufel ist ein Canapé? Canapé? Ich hab absolut keine Ahnung, was das sein soll. Ist ein Dach nicht fest. Es ist ein Essen! Aber was? Ist es vielleicht das hier auf dem Teller? Nein. Das hier? Nein. Thank you.
Yep. Gift. Basket 8. Ah, da war die auch. Gift und Base Basket. Da ist das Geschenk. Und wo ist der Korb? Und wo, was ist Kanapé? Kanapé. Ist was zum Essen? Oder Kanapés sind in der gehobenen deutschen Küche mundgerecht geschnittene Vorspeisen oder Appetithäppchen. In der gehobenen deutschen Küche. Okay. Ah, da sind sie ja. Taken ill? What symptoms? I'm on my way. Just putting on my hat. Er ist da auf dem Weg. Er braucht nur seinen Hut. Trill by hat. Der Pyro. Ich weiß das, aber wird das so auch ausgeschrieben? Wird das nicht mit B geschrieben und nicht mit P? Also ich kenne das Wort Kanapé für Sofa auch, also so ist es nicht, aber das wurde ja nicht gesucht, es wurde nach Essen gesucht. Da ist der Korb. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Hut. Ein Trilby-Hat. Ja, aber Kanapé heißt in Deutsch tatsächlich auch ja, Sofa. Also du hast schon Rechte. Aber es ging hier tatsächlich um was. Ach, das ist so ein Hut. Okay. So ein Hut mit dieser mit diesem Band. Aber wo ist der? Also. The boys told me they saw an envelope hidden in the trash bin at the pigsty. I'll take a look to please Lucy. It must be her prank. Yeah. Toll.
Oh nein, es sind noch irgendwo zwei. Du bist dann die Letzte. The envelope looks surreal enough, and the date on the postal stamp is before Christmas. This would not have been easy to fake. Why would Lucy go through such trouble? Do you feel you have enough information how to correctly identify the murderer? Select the character you think committed the crime. You'll have one more opportunity to guess. We'll see at the end if your assumption is correct. Ach so! Ich sehe es eh erst am Ende. Ach du Scheiße. A ticket collector at Brighton saw Alfred Quakenchar wearing an orange tie, taking a train to Paddington on the 20th December. Dermot Craig, he was also seen with some suspicious characters and then Freddy at the date. Harold Quakenchar, could you let us know what you said there was on the 20th December? Miss Ellis, keep my journal, looks like left the office at about 4 PM and went to service later. I had dinner at the catering club. Inspector, we have found a real piece of important evidence here in the ash bin at the Pixie. Inspector, the boys are so excited to playing snides, I could not help make a fake ladder. You think they can find it in the floor sack? Ja, aber wenn sie ihn im Mehlsack versteckt haben, wie kommt er denn dann in diese Mülltonne? My family have taken ill right after dinner. Also ich bin immer noch für Alfred Crackentorp tatsächlich, eigentlich. Für mich ist immer noch Alfred derjenige, aber der ist, es wäre zu einfach irgendwie. Oder Cedric, also ich bin immer noch bei Alfred oder Cedric. Ist mit der orangen ja, Ty. Mit der orangen Ding, das muss ja nichts heißen. Wir müssten ja wissen, ob man jemanden mit einer orangen Ding gesehen hätte. Lucy, could use some of your outstanding ability to firm. Der Harold wollte sie auch anwerben. Und Alfred wollte sie auch anheuern. Alfred Cracken, can you give us where I don't keep a journal like Harold does? As I don't remember. Why the 20? Do you have some new information? Das hat auch Alfred gefragt.
Come here, girl, I will show you my treasures. Gems, your luck and spice miss. Ach ja, Lucer, genau. Was war mit Lucer eigentlich? Achso, das ist der. Ist der Withered Eldest Son. Hm. The French police telephone to report as a woman, Anna Stravinsky, is a missing in Paris. She's a ballet dancer and a ballet married. She's not Russian, so. Die hätte den Brief geschrieben. From my notes, please tell me where you were the week before Christmas. I live in Ibiza, where I paint, but I'm story broke from come to visit for following Christmas. I arrived in England. Also er war angeblich in Ibiza. The Dragon Talk seems to hate his children. Is there a skeleton on his closet? He is bound by the terms of his father's will, so I can let him trust. Luther gets income from it, but cannot use the capital. Also Luther... Also Cedric braucht Geld, Luther braucht Geld. Und es geht ja um Geld. From my notes, please tell me where you were the week before. Yeah. I'm quite unsure, should I show Martins letter to the police? Ja, Emma, was ich nicht sicher, ob sie den Brief zeigen soll. The company is doing very well. Recently we bought a new shredding machine for the office. These machines promise to become very popular. Aber da hat sich ja auch herausgestellt, dass seine Firma gar nicht so erfolgreich ist. Also das Geldmotiv wäre bei Cedric, Harold und Lucer. Aber Cedric kommt mir nicht so rüber. Ich gehe diesmal auf Harold. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt ist die Frage, kommt jetzt so viel Evidence, dass es wirklich ins Auge springt, wer es war? Lucy had cooked the dinner that poisoned the family, but strangely enough, she had tasted everything and yet she felt fine. Not a very clever move if she was the poisoner. Ha. Das ist auch merkwürdig. Miss Jane Marple's room in town. Nobody saw Harold Crackenthorpe return home on the 20th of December. His wife is abroad in the south of France, used to the latchkey, so his manservant didn't hear him come in. Im Süden von Frankreich ist seine Frau. Das ist aber auch merkwürdig. Sie hatten eine Connection nach Frankreich? Das ist äußerst merkwürdig. He could possibly have enough the time to take a train to Brackhampton's murder a woman and returned for dinner if he didn't really go to Sotheby's. Fan Harlequin Train.
Long Barn. Lucy, your joke has gone too far. This postage stamp looks too real. Aha. Wahrscheinlich heißt es jetzt, nee, das war der gar nicht. No, this is not the fake letter that I made for the children. I saw this one. Ja, ich dachte es mir schon. Wo ist jetzt der Brief? Da? Ja. But I recognize my hand. I wrote the address on this envelope and sent it to the to Mantine. Okay. The Kraken Top's treasure room. Lucy, girl, this is your fault. You put mushrooms in the food, but I will get it. Well, I will outlive the lot of them. Okay. Das sind die Mushrooms. Da ist ein Hut. Da ist der zweite. Ein Blatt. Ein Pfeil. Box with silver key. Ach herrje.
Find gold. Surveillance. Okay. Hide number leaf error. Da ist das Blatt. Da sind die Nummern. Pfeil und eine Stange. Gehe ich mal von aus. Nee, eine Pfeife wird das sein. Also so eine Rauchpfeife. So, wo ist der Pfeil? Der Pfeil. Ich sehe keinen Pfeil. Theater Backstage. Nach Frankreich, oder? Ja. Yeah. The French police reported one of Anna Stravinska's friends received a postcard from her, sent from Jamaica. Wenn es jetzt Ibiza geheißen hätte, wäre es besser gewesen.
Apparently she is not our French victim from the sarcophagus. Nicht? Ach so, sie hat jetzt... Dann ist sie nicht das Opfer. Was? Back nochmal. Wer ist es denn dann? Das ist jetzt blöd. Ich habe alles auf sie ausgerichtet. Und jetzt ist es nicht. Das ist ziemlich blöd. Ich war der festen Überzeugung, dass sie das gewesen sein muss. So wie zum Thema. Eine Gitarre, ein N, ein Speer und ein Handschuh. Was ist der Sarkophag? Okay. Da unten, das war die Gitarre, okay. Ein Speer, ein N und ein Handschuh. Ein Handschuh. Thank you.
Das ist N. Aber ein Speer. Und ein Handschuh. Eieiei. Wo ist eigentlich Pyro und seine Spürnase? Pyro kann nur Cat-Head machen. Mehr kann er heute anscheinend nicht. Da hinten im Eck drin, ey, dein fucking Ernst. Ich weiß auch nicht, wo der blöde Handschuh ist. Ein neuer. Dr. Quimper offered a stat. Apparently the poison in the food was lethal for him. Oh nein, Alfred ist gestorben.
War das nicht einer von denen, die ich meinte, der könnte es sein? Nee, es war ein Harold und... Doch! Alfred! Verdammt! Ich dachte, Alfred wäre der Mörder! Jetzt ist er tot! Scheiße! So eine Scheiße! He drank too much and that's probably why the poison killed him, but not the others. But I'll have to test the leftovers of his dinner. Das kann jetzt nicht zum Schreiben schreibst, aber das macht sehr viel Sinn. Golf Club Panama Head Bow. Ich hasse diese dünnen Gegenstände. Wie zum Beispiel ein Golfschläger. Oder ein Bogen. Weil die so dünn sind. Der Lunak. Das... I will test everything that's left for of that unfortunate dinner and try to find the poison. Thank you.
Nee, ist doch falsch. It appears that the chicken curry was laced with arsenic. Okay. Oh man. Jemand hat Arsen in das Chicken reingeschmissen. Was soll das denn? Alfred is dead. We now have two dead bodies. But who is the murderer? It's still a possibility that the dead woman is Martine. Immer noch? Echt? Achso, vielleicht hat er den Brief ja jemand anders geschickt. Lucy, it seems that you have become intrigued by this family. You like Cedric because he is challenging and you sense that Brian is as lonely as an orphan's child. I'm frightened. What if one of them is our murderer? Though Brian is fair-haired, his hair could look dark if a lightened lamp illuminates him from behind. Was soll das bedeuten? And Cedric, he tries to show callousness to mask his real feelings. But what if he's hiding even more callousness? Wie immer. Ein Teleskop und ein Huf. Ein Stinghuf. Gelbhuf. Bla bla bla. Da ist das Hufeisen. Wo ist das Teleskop? Crackened Herb's office. Alice, Harold's wife, found him dead when she came back from her journey. Apparently something was wrong with his medicine. Was? Harold's wife found him dead. Jetzt ist plötzlich die Medizin her. Ich komme jetzt gar nicht mehr mit. Was hat ihn denn jetzt umgebracht?
Habe ich doch fünfmal jetzt drauf geklickt. Das ist dein scheiß Ernst. Our poisoner must be among the sick. Probably hopes we blame the sickness on the mushrooms. Okay. Okay, wo sind jetzt die Pilze? Pilze, Pilze, Pilze. Ah. We know it was poison, but the Kraken Tops don't. It's probably wise to tell them, so the poisoner would not dare to continue with his plan. Lucy, didn't you taste any of the chicken curry that was poisoned? I tasted it while cooking. The curry powder was from a new thing, but anybody could have sneaked into the kitchen while I was setting the table. You think I'm the poisoner? No, in that case you'd appear sick because you're not stupid. I found out that much about you. My responsibility, my patience extends far beyond the tools and poisons in my bag. Thank you.
You're an honest girl who has no previous business with the Kraken. Perhaps you're not the one in that muck with the brothers' underhanded affairs. Mitte auf Blau. Nein. Du meinst das Ding hier, die Sichel? Sitting room. Mr. Settle, we checked the files and we know that you entered the country on the 19th of September, not the 21st as you said. These damn records. Okay, I was planning to go to Paris, but I met a very attractive woman on the plane, quite a dish, so we stayed at Kingsway Palace together. Das ist ja doch wieder verdächtig. Sind alle verdächtig.
Was ist denn hier ein Flugzeug? What did you do on the 20th of December? We believe it is the date of murder and can anybody subsidize your movements? Woke up with a terrible hangover, went to the National Gallery, saw a film, a runner off the range, had a drink or two and slept a bit in my room. Was ist denn jetzt genau mit Film gemeint? Spent the evening in the bars with the girlfriend. Jumping Frog was one of them. Hardly anybody can substance all this. And Frosch. Okay, warum nicht? Lucy, tomorrow Stardust's parents will send a rose to take us to his house. We will miss you. If that turns up, will you look after him? Brian needs a proper home life. Yes, of course, I'll pack your books and boots for the morning. A pity we have to leave just when the next body may show up. They saw it always happens 3 times. Be careful, Lucy. I hope it won't be you.
Ist sehr nett von denen. Es war nur noch ein Igel. Igel gefunden. Das ging schnell. Harold has been poisoned and it appears to have been some kind of pills. We need to test the medicine that he took. Also grün und blau sind dabei. Auch. Oh, ja genau. Ich dachte mir, irgendwas stimmt da nicht, weil da fehlt ja noch irgendwas. Aber was fehlt denn jetzt noch für eine Farbe? Hatte ich, das hatte ich noch nicht. Okay. There's a note that says that these pills are from me, but I didn't order these pills for delivery to Harold. His course of treatment was over by that time. Ha! Huh. Das letzte Chapter ist das jetzt, glaube ich. Ah, 79 Items nochmal. I looked up Tontine in the directory Lorenzo Tonti, Italian banker, 1653, originator of a form of annuity in which the shares of subscribers who die are added to the profit shares of the survivors. This fits well enough, doesn't it, Miss Marple? And you were thinking it even before the last two deaths. Ja, das machen wir das nächste Mal. Dann machen wir das Finale dann das nächste Mal. Machen wir einen kleinen Cliffhanger rein. Einen kleinen Cliffhanger. Gott, das Spiel ist lange, ey. Und am Ende ist wahrscheinlich sowieso nicht der Mörder, den ich vermute, dass es ist. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich in den nächsten Streams oder im anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend und später eine gute Nacht und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.